Industrie 4.0, ein Stichwort in Deutschland, aber natürlich auch weit über Deutschland hinaus. Eine Vision, wie sich die Welt, insbesondere die Arbeitswelt, die Produktionswelt verändern wird durch die Digitaltechniken. Herr Kagermann, Sie haben den Begriff geprägt. Ja, wir haben ein sogenanntes Zukunftsprojekt gestartet und haben dann nach einem griffigen Namen gesucht. Es war uns klar, dass der Einzug des Internets der Dinge in die Fabrik schon zu einer fundamentalen Transformation nicht nur der herstellenden Industrie, sondern der gesamten Wirtschaft werden wird. Und dass, wenn man zurückblickt, vielleicht in 15, 20 Jahren von heute, wir schon von einer neuen industriellen Revolution sprechen können. Und wenn man durchguckt, welche wir hinter uns hatten, dann ist das tatsächlich die vierte. Von daher gesehen war der Name Industrie 4.0 naheliegend. Und diese Industrie 4.0, diese Revolution ist gekennzeichnet, wenn man das jetzt vergleicht mit der ersten industriellen Revolution, mit Dampfmaschinen, mit Computereinzug. Was macht das aus, dass Industrie 4.0 dann eine weitere Stufe, eine weitere industrielle Revolution? Ja, wenn man es auf eine kurze Formel bringen will, kann man eigentlich sagen, smart, vernetzt, autonom. Das heißt, alle Gegenstände, das können Komponenten, Halbzeuge, Produkte, Maschinen, Betriebsmittel, Transportmittel sein, werden intelligent. Die Produkte wissen, wie sie hergestellt werden. Das Internet der Dinge, wie ich sagte, zieht in die Fabrik ein. Das heißt, alles ist mit allem vernetzt. Und wir haben einen hohen Automatisierungsgrad. Das wird dazu führen, dass wir eine Produktivität erreichen und eine Flexibilität, die es uns dann erlaubt, dem Kunden zu sagen, wir können dann endlich ein individuelles Produkt für dich fertigen, was nicht mehr kostet als ein Massenprodukt. Nun ist das eine Vision. In einigen Unternehmen wird stärker darüber nachgedacht, in anderen auch weniger. Wir hatten im letzten Jahr hier im Hasso-Plattner-Institut eine große Konferenz mit dem Thema Industrie 4.0. Der Bundeswirtschaftsminister Gabriel war hier und hat dabei auch eine Studie vorgestellt, wo es darum geht, wie in den mittelständischen Industrien mit diesem Thema umgegangen wird. Wir hatten ja eine etwas erschreckende Umfrage im Herbst des letzten Jahres, bei dem mittelständische Unternehmen gefragt wurden, was denkt ihr eigentlich über Digitalisierung und Vernetzung, Stichwort Industrie 4.0. Und das Erschreckende war, dass von den kleineren Unternehmen 35% gesagt haben, es gehöre nicht zu ihrem Kerngeschäft. Und selbst im Maschinen- und Anlagenbau waren es knapp 50%, die gesagt haben, sei eigentlich nicht ihr Thema. Wie erklären Sie sich das? Denn sag mal, für uns aus der Wissenschaft ist das ja offensichtlich, dass die Welt hier grundsätzlich sich ändern wird über die Digitaltechnik, dass dann doch in der Wirtschaft noch so eine gewisse reservierte Haltung vorliegt. Ja, das ist insofern verwunderlich, weil Deutschland eine gute Ausgangsposition hat. Wir stehen nämlich, was den Digitalisierungsgrad betrifft, bei den Kernbranchen Deutschlands, also Automobilbau, Maschinenbau, Logistik, weltweit an Nummer 1. Also eine sehr gute Ausgangsposition. Auf der anderen Seite ist natürlich in Deutschland gerade der Mittelstand das Rückgrat unseres wirtschaftlichen Erfolges. Und wir sehen auf der einen Seite die großen globalen Firmen, dass sie dieses Thema aufgreifen, dass sie Lösungen am Markt anbieten. Wir sehen ja auch, dass wir entsprechendes Feedback vom Ausland haben. Wir merken aber tatsächlich, wie es Minister Gabriel gesagt hat, dass ein Großteil der KMUs entweder noch nichts von Industrie 4.0 gehört hat oder tatsächlich der Meinung ist, das geht uns nichts an. Ist das in dem Sinne ein Bildungsthema, eine fehlende Information? Man liest zwar immer die Überschriften, aber bei den Umfragen merkt man doch, dass eigentlich das Verständnis, was hier bei Industrie 4.0 vorgeht, gar nicht richtig vorhanden ist.
Sie haben recht, Herr Meinl, das ist unser Hauptproblem. Mittlerweile wird ja auch der Begriff ein bisschen missbraucht. Ja, wir haben das 4.0 wird ja wie früher das 2.0 an jeden Begriff drangehängt. Und von daher gesehen dachten wir, es ist wichtig, dass wir eine Mobilisierungskampagne starten. Und ich freue mich, dass eigentlich das HPI und AKATEC dies machen können. Wir waren uns beide einig, das mit dem neuen Instrument der MOOCs zu tun. Und das ist der Grund, warum wir hoffen, dass das, was wir hier zusammenstellen, die verschiedenen Sichten auch auf Industrie 4.0, auch möglichst viele der Entscheidungsträger im Mittelstand erreicht. Also ich bin Ihnen da sehr dankbar, dass Sie da in AKATEC viele Fachkollegen überzeugt haben, dass es doch eine sehr gute Möglichkeit ist, einer breiteren Öffentlichkeit das Thema jetzt nicht nur in der Überschriftenversion, sondern auch in Tiefe zu vermitteln. Und ich freue mich, dass wir zusammengesetzt haben, einen Massive Open Online Kurs konzipiert haben, den wir dann jetzt zur Hannover Messe starten wollen.